is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Gottlosen anerkennen Gottes Gerechtigkeit. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen. Und alle Zungen sollen Gott bekennen. Gebannt haben die Gottlosen auf die Krönungszeremonie des Gottessohnes geschaut. Sie sehen die Steintafeln mit dem Gesetz Gottes in seinen Händen, die Weisungen, die sie verachtet und übertreten haben. Sie erleben, wie die Geretteten ihre Bewunderung, Begeisterung und Anbetung Ausdruck verleihen. Und wie die Musik wie eine Welle über die Menschenmenge draußen vor der Stadt hinflutet, rufen sie alle einstimmig: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Und sie fallen zu Boden und beten den Lebensfürsten an. Wie gelähmt betrachtet Satan die Herrlichkeit und Majestät Christi. Er, der einst ein schirmender Cherub war, erinnert sich seiner früheren Stellung, aus der er gefallen ist. Einst ein leuchtender Seraph, Sohn des Morgens. Wie sehr hat er sich verändert. Wie tief ist er gefallen. Für immer ist er aus dem Rat ausgeschlossen, in dem er einst geehrt wurde. Er sieht nun einen anderen beim Vater stehen und dessen Herrlichkeit verhüllen. Er hat gesehen, wie ein mächtiger, majestätischer Engel die Krone auf das Haupt Christi setzte. Und er weiß, dass er an der Stelle dieses erhabenen Engels hätte stehen können. Das Gedächtnis erinnert ihn an das Heim seiner Unschuld und Reinheit. Während Satan sein eigenes Königreich betrachtet, die Frucht seiner Arbeit, sieht er nur Versagen und Ruin. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Satans Rebellion endgültig niedergeschlagen und der Werdegang und Charakter Satans enthüllt werden. Der Erzbetrüger ist durch seine letzte große Anstrengung, Christus zu entthronen, sein Volk zu vernichten und die Stadt Gottes zu erobern, völlig entlarvt worden. Seine Verbündeten erkennen, dass seine Sache total fehlgeschlagen ist. Und nun ekeln sich alle vor ihm. Satan sieht ein, dass seine freiwillige Rebellion ihn für den Himmel untauglich gemacht hat. Er hat seine Kräfte dahingehend trainiert, gegen Gott zu kämpfen. Reinheit, Frieden und Harmonie im Himmel würden ihm höchste Folter bedeuten. Seine Vorwürfe gegen die Gnade und Gerechtigkeit Gottes sind nun widerlegt. Die Schande, mit der Yahweh bewerfen wollte, ist auf ihn selbst zurückgefallen. Satan verbeugt sich nun und bekennt, dass das über ihn verhängte Urteil gerecht ist. The Lord is coming. Are